Wie geht's denn in USA, in Kalifornien im Moment? Momentan wurde hier jetzt ein Gesetz quasi erlassen, das eben sagt, dass wir jetzt erstmal bis zum 7. April, das heißt Shelter in Place, dass wir in Quarantäne zu Hause bleiben sollen, dass viele Restaurants haben jetzt zu, bieten nur noch Lieferservice, Bars, Kneipen haben zu und auch so schon sehr viele Läden. Es gibt aber schon noch Läden, die offen haben, wie Banken, Supermärkte, Baumärkte. Also das gibt's schon. Selbst darf man schon noch rausgehen, spazieren gehen. Ich glaube nur mit 2 Meter Abstand immer zu seinen Mitmenschen. Aber man ist schon eben angehalten, zu Hause zu bleiben und in Quarantäne zu bleiben. Klar, unser Trainerteam hat uns jetzt erstmal einen Plan für zu Hause gegeben, also auch einen Laufplan, wie gesagt, da man ja noch sich draußen aufhalten kann und Outdoor-Aktivitäten ausführen kann, kann man natürlich jetzt auch laufen. Und zu Hause habe ich auch meine Fitnessgeräte und alles, deswegen kann ich mich auf jeden Fall noch gut fit halten. Wann habt ihr denn den Trainingsbetrieb eingestellt? Gute Frage. Das war jetzt vor, ich glaube, letzten Mittwoch, also vor 8 Tagen. Also da war es dann eben erstmal, dass wir das, da war ja das, als die NBA quasi, Mittwochabend war das ja, hat ja die NBA den Spielbetrieb eingestellt und wir sollten dann Donnerstag nach Philly zum Auswärtsspiel fliegen und dann haben wir eben morgens die Nachricht bekommen, dass jetzt der Spielbetrieb auch erstmal eingestellt ist. Wie es dann mit dem Training weitergeht, das konnte uns da noch keiner sagen. Es hieß dann erstmal, wir sollen jetzt erstmal 3 Tage zu Hause bleiben, weil es natürlich auch alles sehr unerwartet eben war und wahrscheinlich auch für die Organisation sehr schwer zum Planen war. Und jetzt, glaube ich, die nächsten Schritte waren jetzt eben erstmal, dass eine Woche quasi jeder zu Hause bleiben sollte. Aber ich glaube, jeder geht davon aus, dass das jetzt natürlich verlängert wird. Wie ist es so in der MLS bei euch? Also gibt es da finanzielle Einbußen? Befürchtest du welche oder sagst du, ein Gehaltsverzicht wäre eh sinnvoll, anteilig halt? Oder wie ist deine Meinung? Also, wie gesagt, beim Basketball, das habe ich jetzt nicht, noch nicht mitbekommen, wie das da abläuft. Was wir jetzt bekommen haben, ist, dass wir ganz normal weiter bezahlt werden. Ich glaube, hier muss man auch ein bisschen unterscheiden, weil wir werden ja nicht von den einzelnen Vereinen bezahlt, wir werden alle von der Liga bezahlt. Nicht jetzt, wie es in Deutschland ist, wo man dann eben sagt, die Existenz von vielen Vereinen steht dann eben auch auf dem Spiel und deswegen verzichten dann die Spieler, zum Beispiel jetzt auch, ich habe gelesen, glaube ich, beim KSC, die verzichten auf Gehalt, was ich jetzt gesehen habe, was ich natürlich ganz toll finde. Aber jetzt hier quasi, wenn wir jetzt zum Beispiel auf Gehalt verzichten würden, dann würde das dann der Liga ja zugute, also dann würde das Geld quasi, denke ich mal, zu 100% an die Liga ja fließen und nicht an die einzelnen Vereine, weil natürlich hier die Struktur anders ist. Wenn du es mit Deutschland vergleichst, ist das Zweitliganiveau vom Verdienst oder was? Wie würdest du das so einordnen? Naja, die Gehälter sind ja öffentlich. Und es, also ich glaube jetzt, also, es, also natürlich ist das Gehalt jetzt nicht so wie in der Bundesliga, aber ich glaube im Schnitt ist es schon deutlich höher als in der zweiten Liga, weil viele Spieler verdienen ja auch, also du hast ja in jeder Mannschaft auch 3 Spieler quasi, die unabhängig von dem Salary Cap sind, die dann vom Verein bezahlt werden und die verdienen dann alle auch meistens über 1 Million Ja. oder auch teilweise 4, 5 Millionen. Das verdient dann natürlich keiner in der zweiten Liga. Ist vielleicht mal, wenn man vielleicht jetzt mal Stuttgart, Hamburg, gibt es vielleicht noch ein paar Spieler, die das verdienen. Aber ansonsten, deswegen würde ich sagen, bewegt sich's wie zwischen der ersten und zweiten Liga vom Gehalt. Aber war für dich der Schritt in die USA zu gehen trotzdem so, ging da ein Traum in Erfüllung? Ja, auf jeden Fall. Ich habe es ja damals schon mal gesagt, für mich war es ein Lebenstraum, mal im Ausland zu spielen. Und Amerika war einfach ein Land, was ich immer schon erleben wollte. Ich war mit meiner Frau öfter im Urlaub und
wir haben uns immer hier wohl gefühlt und es war einfach was Besonderes. Und ich habe immer gesagt, wenn ich irgendwann mal die Möglichkeit habe, dann würde ich es gerne machen. Und ich bin jetzt 3 Jahre hier und ich liebe es hier und ich bereue eigentlich keinen Tag, an dem ich hier war. Und deswegen war es definitiv die beste Entscheidung meines Lebens. Außer natürlich die beste Entscheidung meines Lebens war, meine Frau zu heiraten. Entschuldigung, das musst du dann cutten. Ja. Aber sportlich und von der Lebenserfahrung war es definitiv die beste Entscheidung meines Lebens.